Hallo Pokémon-Freunde, da sind wir wieder. Und heute werde ich etwas ausprobieren, was sagen wurm ist. Und zwar die 15-Minuten-Grenze überschreiten. Das ist natürlich jetzt eine Testaufnahme dafür. Gleichzeitig, aber ich spiele natürlich normal weiter. Ich werde jetzt nur halt gucken. Also ich habe vorher gespeichert hier. Wenn es mir also nicht gelingt, mit dem Part das hochzuladen, damit ich dann nicht schneiden muss und so, spiele ich dann einfach von der Stelle nochmal und mache dann mit 15 Minuten weiter. Aber ich versuche natürlich, dass es halt nicht dazu kommt, dass ich also aufnehmen kann. Ich werde natürlich mein Part unterteilen, so wie ich es mache, weil wegen Zeitverzögerung und so ein Scheiß. Und ja, das kriegt ihr dann nicht mit. Da drücke ich sozusagen Pause und mache dann von einem Part zwei oder drei, je nachdem, wie ich es brauche. Oh, hi, Junge. Elektrizität ist meine Stärke. Ich bin natürlich total gespannt, ob das klappt oder nicht. Das ist wie gesagt ein Test. Wer weiß, ob es überhaupt funktioniert. Ich meine, andere haben es auch geschafft. Also warum sollte ich das nicht auch hinkriegen? Ich bin ja nur schon über einen Monat bei YouTube. Wieso sollte ich dann nicht auch 20 Minuten und mehr aufnehmen können? Ist übrigens mein zweiter Versuch. Beim ersten ist, da habe ich durchgängig irgendwie 18 Minuten oder so aufgenommen und da ist total die Zeitverzögerung. Das habe ich nicht rausgekriegt und das war schon enorm. Und deswegen habe ich beschlossen, na gut, drückst du Reset und versuchst es nochmal. Und diesmal halt in Etappen. Und dann später alles zusammenschneiden zu einem Part und dann ist das prima. Ah, der Typ mit dem Nidoran und dem Nidorino, der mich fragt. Besitzt du einen Mondstein? Ja, stell dir vor, kriegst du aber nicht. Wir sind auf dem Weg nach, Fuxania City. Ich wollte gerade sagen, fuck, ich komme nicht drauf, aber mir ist es dann doch noch eingefallen. Unterwegs werden uns Trainer des Typs Vogel-Pokémon häufig über den Weg laufen. Ich weiß das. Ich habe es vor einer Viertelstunde gespielt. Und jetzt geht's halt wieder von vorne los. Ich bin aber vielen Trainern ausgewichen. Weil ich die Strecke schon nicht mehr so gut kannte. Und ich nicht genau wusste, ob ich ans Ziel komme. Andererseits kann ich Fliegen einsetzen. Mann, bin ich dösbrüllig. Oh, hier haben wir Eisen. Och, ist meine Tasche jetzt schwer geworden. So. Ach ja, ein... Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Mit seinen zwei Kappadors. Echt hirnrissig. Ja, da setzen wir unser Magic ein. Die Pokémon sind ja alle unter Level 30. Wir werden Tauboga, Ibitak und so weiter kennenlernen. Beziehungsweise kennen wir es ja natürlich schon. Wir sind ja Pokémon-Fans und wissen Bescheid.
bin wirklich gespannt. Ach nee, da waren ja nichts Besonderes. Wow, du hast einen Orden, super cool. Ich hört man doch den einen oder anderen Trainer hier vorbei schleichen. Mich für später aufheben. Weil es gibt immer noch ein offenes Pokémon. Also Mauzi ist nicht ein Teammitglied oder so. Das haben wir bloß wegen der Schneider dabei. Und ein offenes Teammitglied, was ich noch besorgen will. Wo ich aber noch nicht genau weiß, welches. Ich habe überlegt, vielleicht einfach Elektro-Pokémon, was Elektro-Attacken drauf hat. Andererseits finde ich auch Nidoqueen oder Nidoking echt eine Möglichkeit. Wobei Bodentyp haben wir ja hier Domina mit drin. Und auch unser Pizza beherrscht ja eine Bodenattacke. Also es ist gar nicht so einfach, sich da zu entscheiden. Wobei ich echt am Grübeln bin, wo zum Geier findet man nochmal Elektro-Pokémon? Gab's da nicht irgendwo ein Kraftwerk oder so? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall nicht sowas wie Elektroball oder so. Nee, also wenn dann eher schon was wie Pikachu und Co. Das ist schon eher eine Überlegung wert. Aber vielleicht auch was ganz anderes, ich weiß es nicht. Vielleicht ein Pokémon, was nur vom Typ her irgendwie einen Vorteil hat. Ist schon gar nicht so einfach. Ich hoffe mal hier irgendwo ein Pokémon. Nee, dich wollte ich nicht. Ich hätte gern einen Blutzuck oder so. Nee, Clefanda ist auch nicht. Haben wir schon. Um Ultigaria zu unserer Xenia weiterzuentwickeln, braucht man einen Blattstein. Ist mir gerade so eingefallen. Als ich das letzte Mal durchgerannt bin, ist mir ein Blutzuck über den Weg gelaufen, dass ich mir gefangen habe. Aber nee, kommt nicht. Ich will ein Blutzuck für meine Sammlung. Komm schon, zeig mir, was du tust. Also, du komm schon, ein Blutzuck. Nein, wieder nicht. Na gut, dann nicht. Wenn ich will, der hat schon einen Trainer. So. Da sind wir, Route 15 und jetzt Fuchsania City. Die Stadt, wo man den Zerschneider braucht. Jetzt kommst du hier keinen Zentimeter weiter. Aber macht nichts. Erstmal ein Pokémon Center. Ja. So. Und nun da. Magnetilo wäre vielleicht auch ein nettes Elektro-Pokémon. So mit Stahl-Eigenschaften ist ja auch ziemlich geil. Ja, ich will auf die Jagd gehen. Ja, ist okay. Okay, Safari-Zone.
Wir gehen auf Pokémon Pirsch. Oh, ein Chimera. What the hell? Ein Köder. Das wäre ja mal eine geile Erweiterung für meine Sammlung. Setz mal wieder einen Safari-Ball ein. Ah. Es ist wütend. Oh. Es ist geflohen. Naja, Versuch macht klug. So. Ein weibliches Nidoran. Köder. Wir gehen meistens eher die Safari-Bälle als die Schritte aus. Oh wei, oh wei. Mit Steinen nach Eiern werfen, klar. Ja, nee, ist klar. Oh, war ich wütend? Vielleicht mal einen Köder werfen? Jetzt probieren wir mal einen Safari-Ball. Okay, probieren wir es mit dem Stein. Oh. Es ist immer noch wütend. Wer war ein Köder? Das waren jetzt drei Köder und ein Stein. Und es ist geflohen. Naja. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Top-Genesung. Boah. Nidorina. Werfen wir mal einen Stein. Wir haben hier noch nichts gefangen, ja, aber schon jede Menge Pokémon getroffen. Level 33 wäre nicht schlecht. Ist ja klar, ne? Ich habe hier scheinbar heute kein Glück mit Pokémon fangen. Einfach mal so ein Safari-Ball. Ja, aber klar. Psycho. Pflanze, Psycho? Ja, Pflanze habe ich schon. Ah, Psycho Wings. Naja, mal sehen. Erstmal gucken, ob ich überhaupt irgendwas fangen kann. Ihr seht, habe ich schon 10 Bälle verbraten. Und noch nicht ein Pokémon gefangen. Obwohl die eigentlich recht lang geblieben sind. Finde ich. Schauen wir mal, was daraus wird. Also irgendwie habe ich kein Glück. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber es nervt. Normalerweise bin ich hier ein bisschen geschickter. Ja, ist abgehauen, schon klar.
Wir hatten Chainera, wir hatten Nidoran, wir hatten... Ach, Dodo. Wir haben ja wirklich fast alles Pokémon durch. Bald und noch nichts gefangen. Ach, warte mal, Dodo haben wir ja schon. Mir gerade so aufgefallen. Nee. Ah, da ist wieder Nidoran. Yes, wir haben Nidoran weiblich gefangen. Erster Erfolg. Nach der Hälfte der Bälle. Erstmal kein Spitznamen. So, weiter geht's. Ach, ein Level 30 Nidoran wäre mir natürlich lieber gewesen. Aber, scheiß drauf. Oh wei. 25. Stein. Ball. Stahlflügel. Ach, what the hell soll das? Ein Paras. Nee. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Stein. Und weiter geht die Suche. Irgendwo. Doppelteam. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ja, wir haben... Ich glaube, Surfer. Ja, es ist Surfer. Lehre ein Pokémon diese Technik und du kannst übers Wasser gleiten. Das Beste ist aber, du kannst diese VM benutzen, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Boah, sind wir ein Glückspilz. Wir suchen aber immer noch die Goldzähne vom alten Knacker. Okay, irgendwo müssen sie ja sein. Hier? Du vielleicht? Yo, wir haben die Goldzähne gefunden. Ey, Alter, ist das geil. Wowie. Jetzt ist egal. Jetzt kann man Pokémon fangen, so viel wir wollen, wenn wir es schaffen. Und ja. Dann können wir uns auch noch Stärke besorgen. Surfer haben wir ja jetzt. Yes, wir haben Obei. Wird erneut andere Pokédex abgelegt. Bla bla bla, ich weiß. Nee, wollen wir nicht. Und in Pokédex ablegen. Pokébox. Jo. Noch ein Obei. Eigentlich Pokémon, die wir noch nicht haben. Mal schauen, was uns hier begegnet. Oh wei. Oh, nee, bloß, bitte entkommen. Oh, Schwein gehabt.
Nidorina, Level 33. Ja, 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 das wäre ein geiles Pokémon. Na, war klar. Mal sehen, ob ein Köder hilft. Ja, zum Flüchten. Toll. Wieder ein Pokémon verschwendet. Dodo, nee. Ah, nein, bitte nicht. Oh, verflucht. Ich habe wieder einen falschen Knopf gedrückt. Entkommen! Entkommen! Oh, fuck, ey. Ja, dann haben wir es halt doppelt. Ah, nee, das Durchsagungsgong. Zeit ist um. Deine Safari-Show ist vorüber. Die Jagd erfolgreich. Besuch uns bald wieder. Ja, ich beende hier mit dem Part und werde mal sehen, ob der lange Part wirklich hochgeladen werden kann. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Tita Kenshi.